Ich begrüße euch zurück zum Wrestling Games Universe und diese Woche präsentieren wir euch Saturday Night's Main Event. Das heißt, wir reisen in das Jahr 1990 bis 92 der WWF und wir sehen es auch hier schon. Gorilla Monsoon und Jesse the Body Ventura begrüßen uns hier zu dieser Ausgabe von Saturday Night's Main Event. Sie sprechen schon den Main Event an. Wir haben heute wirklich einen großartigen Main Event, den ich aber euch noch nicht verraten werde. Wir werden uns einfach mal überraschen lassen, was das Programm heute so zu bieten hat. Saturday Night's Main Event ist ja immer dafür bekannt, großartige Main Event Matches zu präsentieren. Und wir steigen auch hier direkt in den Opener ein. Bret Hart gegen Rick Martel, der jetzt hier schon mit einem Kick und einem Rip-In schön entsprechend das Match beginnt. Ja, Bret Hart, was muss man dazu noch sagen? Also Bret Hart, wie gesagt, natürlich aus dem Dungeon der legendären Hart-Familie. Er war bis vor kurzem noch im Tag-Team mit Jim the Anvil Neidhart, aber jetzt hat er sich dazu entschlossen, jetzt singleseitig mal unterwegs zu sein, hat Kurs genommen auf den Intercontinental Championship-Titel und ja, einer, der ihm da ganz klar im Weg steht, wäre jetzt Rick Martel. Rick Martel hier auch Tag-Team erfahren. Noch vor knapp anderthalb Jahren war er im Tag-Team mit Tito Santana und hat dort Strikeforce gebildet, bis ihn dann Slick entsprechend dazu bewegen konnte, sich dem Ganzen abzuwenden. Martel sah sich einfach als besseres Mitglied dieses Teams und hat dann sich entschlossen, eine Arroganz an den Tag zu legen, die seinesgleichen sucht, ein Parfüm zu entwickeln namens Arrogance, der Name ist Programm. Ja, und ist jetzt seitdem zwar auch nicht mehr mit Slick vereint, hat sich allerdings jetzt hier wirklich auf den Intercontinental-Titel eingeschossen. Ja, Bret Hart, wie gesagt, auch Tag-Team erfahren. Das heißt, wir haben hier definitiv schon zwei ordentliche Tag-Team-Wrestler, die jetzt versuchen, singleseitig mal etwas voranzukommen. Die Hart Foundation war wirklich ein legendäres Tag-Team von Bret und Jim the Anvil Neidhart. Mittlerweile ist es so, dass Jim the Anvil Neidhart mit Brits Bruder Owen Hart das Tag-Team neu auferleben lässt. Und zwar tragen sie jetzt den Namen die New Foundation. Ja, die New Foundation soll dem Ganzen wieder Leben einhauchen. Und man muss auch dazu sagen, Brett und Jim sind jetzt nicht im Bösen auseinandergegangen. Sie haben einfach nur beschlossen, dass nach wirklich sehr, sehr vielen Jahren es jetzt an der Zeit ist, sich auf ihre Singles-Karrieren zu konzentrieren und gehen dem Ganzen auch nach. Ja, das Match entsprechend hier ist relativ ausgeglichen. Man sieht jetzt zwar, der Hitman hat jetzt die Oberhand, attackiert den Arm von Rick Martel. Martel kontert allerdings und jetzt gibt es eine schöne Clothesline von Bret Hart. Ja, er lässt sich feiern, das hat er jetzt auch sich verdient. Der Elbow Drop hinterher. Ja, Bret Hart ist ein Riesentechniker. Er weiß genau, wie er seinen Gegner zermürben muss, um eben an sein Ziel zu kommen. Sein Ziel ist es, das Match natürlich zu gewinnen in Form des Sharpshooters. Und er hat so seine Signature Moves, die er auch gerne in den Matches präsentiert. Darunter ist eben auch hier dieser Superplex vom Top Rope. Und nicht zu vergessen gerade den Elbow Drop, den wir gesehen haben. Und ein Backbreaker, auch das ist Bret Hart typisch. Was macht er jetzt, der Hitman? Er geht aufs Seil und ein Elbow Drop, wie gesagt, auch der ist typisch für den Hitman. Und legt hier nochmal nach. Also die Excellence of Execution hat The Model Rick Martel ganz klar im Griff. Aber auch der lässt sich nicht lumpen, kommt hier zurück mit einem Armdreher, der allerdings vom Hitman und einem Shoulderblock entsprechend gekontert wird. Und hier nochmal der Side-Russian Leg Sweep gegen Rick Martel. Und ein schöner Backbreaker des Hitman. Ja, Martel weiß jetzt auch nicht so genau, glaube ich, wie er hier den Hitman wirklich anzugehen hat. Tag-Team-seitig sind sie, ich meine, noch nie aufeinander getroffen. Ich wüsste jetzt kein Match. Strikeforce gegen Hart Foundation. Wenn es einer weiß, bitte in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob es dieses Match mal gegeben hat, denn das wäre sicherlich ein technischer Leckerbissen gewesen. Ja, Saturday Night's Main Event, wirklich eine Show, die es wirklich in sich hat. Wie gesagt, man kennt es ja zum Beispiel noch aus früheren Episoden von WWF Superstars zum Beispiel. Da gab es ja viele Matches,
die aber nicht so hochkarätig waren. Es sind Leute selten aufeinander getroffen, die raue Namen haben. Hier ein wirklich brutaler Sharpshooter bzw. Finger vor Lecklock am Ringpfosten. Also wirklich ein ganz brutaler Move, um den Gegner im unteren Bereich zu schwächen. Ja, und wie gesagt, Saturday Night's Main Event bietet eben diese klassischen Paarungen eben, die sich hinter keiner Show verstecken müssen. Ja, Martell attackiert jetzt hier den Hitman weiter in dem Nackenbereich und versucht jetzt hier auch mit unfairen Mitteln den Hitman zu würgen, aber das sieht der Ringrichter scheinbar nicht. Also Martell stand jetzt oder hockte quasi mit dem Rücken zum Ringrichter, da hat er nicht wirklich agiert, konnte es nicht so gut sehen. Und was macht Martell jetzt? Oh, ein athletischer, schöner Splash von Martell. Ja, Rick Martell ist wie gesagt nicht zu unterschätzen. Also er ist wirklich ein Techniker, ebenfalls wie der Hitman. Er hat die Arroganz, er hat den Look und natürlich auch die Ability. Aber der Hitman hat hier, wie gesagt, das Cover beenden können und setzt jetzt auch sofort wieder nach mit einem Shoulderblock. Und was wird das? Ja, ich dachte schon, er setzt schon zum Sharpshooter an. Aber tatsächlich, also nach einem Kick setzt er hier zum Sharpshooter an und hat Martell tatsächlich im Sharpshooter. Und der muss abklopfen. Das heißt, der Hitman hat das Match für sich entscheiden können. Bret Hart gewinnt dieses Match. Ja, wir kommen jetzt hier zu Mean Gene Okerlund. Der hat hier den frisch gebackenen WWF-Champion Macho Man Randy Savage an seiner Seite und er fragt jetzt einfach, wie es sich anfühlt, Hogan zu besiegen. Savage hat bei WrestleMania es tatsächlich geschafft, Hogan den WWF Championship Titel abzunehmen und er sagte, I did it, oh yeah. Also er freut sich wirklich, Miss Elizabeth kann dem Ganzen nur zustimmen. Sie sagt einfach, es war einfach ein großartiger Kampf. Macho Man ist hier also unser frisch gebackener WWF Champion und Mean Gene Okerlund gibt zurück zu Gorilla und Jesse. Ja, wir kommen hier schon zum nächsten Match. Money Incorporated gegen die Natural Disasters, also Tag Team Action bei Saturday Night's Main Event. Zwei Teams, die es auf jeden Fall auf die Legion of Doom entsprechend ja, abgesehen haben. Die Legion of Doom, die aktuellen WWF Tag Team Champions. Und dann haben sie einfach eine Menge Leute, die entsprechend den Titel haben wollen. Darunter eben Money Inc. in Form von Irvin R. Scheister, IRS, Ted DiBiase, die Natural Disasters hier in Form von Earthquake und Typhoon. Sie sind mittlerweile richtig beliebt geworden. Also Earthquake an sich war ja immer in seiner Singles-Karriere ein relativ unbeliebter Wrestler, hatte eine Fehde gegen Hogan, hat Leute wirklich, ja, schon fast auseinandergebrochen mit dem Earthquake-Splash entsprechend. Typhoon, früher Tugboat gewesen, ein großer Freund von Hulk Hogan, also da hätte man auch nicht damit gerechnet, dass sich einer der besten Freunde im Prinzip von Hulk Hogan einem Erzfeind des Hulksters anschließt und hier ein, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Naturkatastrophen-Tag-Team bildet. Die Namensgebung entsprechend, ja, Typhoon und Earthquake, Earthquake ist es ja geblieben, aber Tugboat hat sich dann in Typhoon umbenannt und somit haben sie die Natural Disasters gebildet. Eine sehr coole Idee, wie ich finde. Und wie gesagt, die sind schon gewaltig hier. Gute Tag-Team-Action jetzt hier gegen IRS. Aber mittlerweile sind sie relativ beliebt geworden. Sie haben sich jetzt vor kurzem noch gegen die Nasty Boys gewandt. Die Nasty Boys sind ja ein unheimlich unbeliebtes Tag-Team in der WWF. Und wer sich gegen die Nasty Boys wendet, der hat gute Karten bei den Fans. Und Earthquake und Typhoon scheint es auch zu gefallen, beim Publikum anzukommen. So, jetzt schickt IRS Ted DiBiase rein und Earthquake schickt Typhoon rein. DiBiase mal heute ganz in Weiß. Edel, edel. Und auch er ein absoluter Ringveteran. Ja, nachdem die Singles-Karriere im Prinzip für DiBiase nicht ganz so erfolgreich bisher verlaufen ist. Ja, war auch mal auf dem Kurs zum WWF-Titel, wurde aber auch vom Hulkster besiegt. Der Hulkster hatte ja wie gesagt einen unglaublichen Run. Über ein Jahr war er WWF-Champion und darunter waren eben auch Kontrahenten wie der Million-Dollar-Man Ted DiBiase. Er hat es nicht geschafft. Jetzt versucht das hier mit IRS eben im Tag-Team Money Incorporated. Keine schlechte Idee. Warum auch nicht? Die beiden haben absolut das Charisma und ich denke, zusammen sind sie ein richtig starkes Tag-Team.
Aber wie gesagt, heute eine sehr schwere Aufgabe. Die Natural Disasters sind nicht zu unterschätzen. Atomic Drop hier von DiBiase und jetzt setzt er nach mit einem Chokehold und auch da steht der Ringrichter einfach nur hinten in der Ecke. Irgendwie schläft er heute, muss man ganz ehrlich sagen. Gerade schon die Aktion nicht bemerkt von Rick Martel gegen Bret Hart und jetzt auch die Aktion von DiBiase gegen Earthquake. Nicht bemerkt, aber Earthquake, wie gesagt, der lässt sich hier auch nicht lumpen, attackiert DiBiase. Man sieht, es sind schnelle Tags, also schneller Tags bei den Natural Disasters. Schneller als bei IRS und DiBiase. Ja, und DiBiase macht es genau richtig. Er attackiert jetzt die Beine. Er kann erstmal wahrscheinlich Earthquake nicht wirklich slammen. Er muss die Beine attackieren, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, da ihn irgendwie auf die Matte zu bezwingen. Tag jetzt hier gegen IRS, beziehungsweise mit IRS natürlich. Und auch er attackiert entsprechend die Beine von Earthquake weiter. Und ein Powerslam von IRS. Was für eine Kraft. Ja, man darf es nicht unterschätzen. Auch IRS unter dem Hemd. Das gibt's doch nicht. Schaut euch das mal an hier. Ein Headspin bzw. ein Spinning Move von IRS gegen Earthquake. Das ist ja der unglaubliche Wahnsinn. Und DiBiase schmeißt sogar noch Typhoon hier vom Apron. Also wirklich Ringtaktik ist gegeben bei Money Inc. Aber Earthquake hat jetzt, ja, gerade wollte ich sagen, die Oberhand und da kontert IRS schon wieder und kommt mit dem Double X-Handle vom Top Rope. Schöne Aktion von IRS, Whippen hier gegen Earthquake und eine Clothesline. Und er setzt an zum Pin. Der Ref ist da und da ist aber Typhoon und unterbricht den Pin. Er kommt seinem Partner natürlich zu Hilfe. 5 Sekunden haben die Kontrahenten Zeit, dann wieder aus dem Ring zu gehen. DiBiase hat versucht hier entsprechend auch noch den Versuch von Typhoon zu unterbrechen oder zu verhindern. Das hat er nicht geschafft. Ja, wie gesagt, 5 Sekunden haben die Partner Zeit, in den Ring zu stürmen. Genau wie bei Tag-Team-Aktionen, so wie jetzt. 5 Sekunden, dann muss jetzt in dem Fall IRS wieder raus. Schöner Suplex von Ted DiBiase hier gegen Earthquake. Und der Ref ist da. Aber Typhoon ist auch schon wieder da und IRS kam ein bisschen zu spät. Er hätte es fast geschafft, das Typhoon noch zu unterbrechen. Hat er jetzt nicht ganz schaffen können. Ja, es ist wirklich ein schönes Match, ein richtig schön klassisches Tag-Team-Match, wo viel Double-Team-Aktionen gezeigt werden, auch mal hin und wieder was Unfaires. Und man sieht jetzt draußen, IRS ging jetzt hinter Typhoon her. Ja, und DiBiase attackiert jetzt hier den Arm und den Ellenbogen von Earthquake weiterhin. Also wirklich ein Veteran im Ring. Ohne Frage. Ted DiBiase. Und Earthquake robbt sich jetzt zu Typhoon. Und das sieht jetzt aus, nachdem... Ich würde sagen, nein, doch nicht. Also Typhoon wollte hier vielleicht aufräumen, aber DiBiase ist ausgewichen. Fängt sich aber jetzt einen Powerslam ein von Typhoon. Und DiBiase kommt jetzt mit dem Atomic Drop hinterher. Und setzt jetzt hier mit einem Kick nach. Und jetzt gibt es den Ellbogen noch an die Schläfe. Und ein Knee. Aber jetzt hält ihn Typhoon, beziehungsweise Earthquake fest. Typhoon steht auf. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt ein, boah, in dem Fall einen Chop noch gibt gegen DiBiase. Hat Earthquake ein bisschen nachgeholfen. Macht Ted DiBiase dadurch quasi kampfunfähig. Und was macht jetzt Typhoon? 2 wilde Clotheslines, ein Whippin und ein, wow, ein Splash noch in die Ecke und ein wahnsinniger Splash noch aus dem Seil. Aber DiBiase robbt sich jetzt zu IRS und der kommt rein. Was passiert? Ein Schlag gegen Typhoon. IRS ist richtig aufgeputscht, so kennt man ihn ja gar nicht. Er schickt Earthquake nach draußen. Ja, ist es das? Ist es denn wahr? Das gibt's ja nicht. Da überschlagen sich schon meine Worte hier auch bei der Action. Und ein STF von IRS, also Wahnsinn, was wir hier heute nochmal geboten bekommen auch. Und IRS nimmt jetzt, in dem Fall war es Typhoon, hoch, jawohl, Typhoon zu einem Samoan Drop. Er pinnt Typhoon und Earthquake ist da und revanchiert sich für die Rettungen seines Partners, indem er jetzt auch Typhoon rettet. Belly-to-Belly-Suplex von Typhoon. Earthquake kommt rein und schiebt und schubst quasi DiBiase vom Apron. Dann gibt es einen Spinebuster hier gegen IRS von Typhoon. Ein krachender Spinebuster. Und da kommt IRS nochmal raus. Also nur ein Two-Count in dem Fall. Schöner Suplex hier von IRS.
schickt er Typhoon auf die Matte und er setzt nach mit einem Elbow Drop vom Top Rope. Und was jetzt? Er versucht auch nicht etwa Typhoon zu slammen, doch ein Suplex in dem Fall mit Pin-Ansatz direkt. Und das ist ein Two-Count gewesen. Ein knappes Ding. DiBiase legt sich jetzt im Hintergrund noch mit Earthquake an. Und jetzt wird aber IRS von Typhoon auf die Matte geschleudert und in einen Headlock genommen. Und was jetzt ein Neckbreaker von IRS auch schön. Also man sieht hier auch bei Saturday Night's Main Event ausverkaufte Halle. Es ist schon fast Pay-Per-View würdig, was man hier bei diesen Shows sieht. Und wie gesagt, der Main Event, na gut, ich sag's euch, der Main Event ist der Macho Man Randy Savage, der WWF Champion, trifft auf den Ultimate Warrior. Also das ist wirklich eine WrestleMania-Paarung, muss man sagen. Es geht allerdings nicht um den Titel, es ist ein Non-Title-Match. Wir sind echt gespannt. Also Savage und der Warrior dürften sich einen richtigen Klassiker nachher liefern. Heute der Main Event, wie gesagt, in dieser Ausgabe von Saturday Night's Main Event. Schöne Aktion von Typhoon hier, noch ein entsprechender Headlock-Slam gegen DiBiase. Er lässt ihn aufstehen, fairerweise. Attackiert ihn jetzt aber weiter mit einem Knee-Drop jetzt in dem Fall. Versucht jetzt also auch bei DiBiase entsprechend die Beingegend zu bearbeiten. Aber DiBiase kontert hier mit einem Atomic Drop. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Whip-in gegen DiBiase und der Attack mit Earthquake. Typhoon hält DiBiase fest, Earthquake kommt mit einem Kick. Wirklich ganz, ganz schöne Tag-Team-Moves hier dabei. Also die verstehen sich richtig gut, haben den ähnlichen Look, das gleiche Ziel. Sie wollen die Gürtel haben und sind jetzt sogar noch Publikumslieblinge. Was will man mehr? Aber die Legion of Doom sind, wie gesagt, knallharte Burschen. Sie sind nicht umsonst schon so lange Champions. Sie haben ja Demolition entthront. Demolition hatte auch einen unglaublichen Run als Tag-Team-Champions. Und jetzt haben wir hier eine Aktion, wollten wir gerade sehen, von DiBiase. Ich weiß nicht, was er vorhatte. Vielleicht wollte er schon zum Million-Dollar-Dream ansetzen. Das hat aber Earthquake abwinden können. Jetzt bekommt er noch einen Dropkick sich eingefangen von DiBiase. Und da schon wieder wirkt er Earthquake. Und der Ringrichter unternimmt nichts. Also das gibt's doch nicht. Also das wundert mich jetzt wirklich hier, dass wir hier so viele Aktionen sehen, wo der Ringrichter noch nicht mal dazwischen geht. Ah, DiBiase, arrogant wie er ist, bettelt er hier um Gnade. Aber das meint er natürlich nicht so. Und wir sehen es, er lässt sich hier über die Klinge springen und schon wieder bettelt er um Gnade. Also das ist wirklich DiBiase, wie er lebt und lebt. Ein fieser Hund, aber der im Ring wirklich gut ist. Jetzt sehen wir auch einen Trademark-Move hier von Ted DiBiase. Dreimal der Fist Drop und jetzt möchte er hier das Earthquake aufstehen. Und da kommt IRS von unten mit einem Neckbreaker sogar noch. Wird aber von Typhoon nach draußen geschickt. Million Dollar Dream gegen Earthquake. Aber der kommt in die Seite. Jetzt überschlagen sich die hier Ereignisse wieder in diesem Tag Team Match. Typhoon attackiert nochmal DiBiase von außen. Earthquake und DiBiase wanken jetzt im Ring. Es wird immer spannender. Headlock. Aber Earthquake schickt den Million Dollar Man auf den Boden und pinnt ihn jetzt. Aber das ist nur ein One-Count. Also man sieht, wie frisch trotzdem DiBiase noch ist. Nur ein One-Count. Gegen Earthquake sich da entsprechend durchzusetzen, ist nicht einfach. Aber DiBiase schafft es in diesem Match. Immer wieder. Jetzt weitere Attacken hier von DiBiase. Aber der Dropkick wird wieder abgefangen von Earthquake. Wechsel mit Typhoon. Wie gesagt, die wechseln sich hier wunderbar ab, wissen genau, wann der andere rein kann, welche Stärken der andere hat. Earthquake sollte sich jetzt auch mal ausruhen. Er war zumindest schon kurz im Million-Dollar-Dream und ich glaube, auch da schwinden seine Kräfte dann. Spinebuster nochmal von Typhoon ist auch ein bekannter Move von ihm. Und er pinnt jetzt DiBiase. Okay, 2 Count. DiBiase kommt weiterhin raus. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also DiBiase absolut zäh. Und jetzt ein Roll-Up. Ein
Schoolboy von DiBiase gegen Typhoon und er schafft es auch nicht. Typhoon kommt raus und dann lässt er ihn wieder hier über die Klinge springen. Also wieder das nie. Erneuter Pin-Ansatz von DiBiase und Typhoon kommt raus, aber Earthquake wäre auch zur Stelle gewesen, um hier erneut seinen Partner und damit sein Team vor der Niederlage zu schützen. Jetzt geht's in die Ecke für Typhoon. Und entsprechend weiter hier mit einem Neckbreaker. DiBiase lässt sich jetzt erneut feiern. Und erneut ein Fistdrop, der zweite. Und mit Sicherheit wird die Serie durch den dritten Fistdrop hier abgeschlossen. Jawohl, so ist es. Ja, IRS stürmt in den Ring, bereitet schon mal im Prinzip den Million Dollar Dream vor, indem er Earthquake eliminiert, aber Typhoon kann sich davon wieder abwenden und verpasst DiBiase erneut ein Spinebuster. Das muss es jetzt eigentlich gewesen sein. Der Pin von Typhoon und die Natural Disasters haben tatsächlich Money Incorporated besiegt und sind damit die Hauptherausforderer auf die Legion of Doom. Wow, wir sind gespannt, was da noch kommen wird. Ja, machen wir jetzt mit dem nächsten Match weiter hier. Der Bossman, der Big Bossman trifft auf den Honky Tonk Man. Auch eine sehr interessante Paarung. Der Big Bossman früher im Team mit Akeem, reimt sich sogar. Und sie bildeten die Twin Towers, angeführt von Slick. Slick hatten wir heute auch schon angesprochen. Er hat es damals geschafft, auch zu der Zeit, wo der Bossman und Akeem die Twin Towers bildeten, Rick Martell für sich zu rekrutieren. Aber mittlerweile haben sich Martell abgewandt und auch der Bossman, wobei der Bossman dadurch wirklich ein Publikumsliebling geworden ist. Der Bossman ist einer der beliebtesten WWF-Superstars, auch ein guter Freund von Hulk Hogan und hatte auch schon wirklich tolle Matches, unter anderem gegen Bad News Brown oder jetzt auch hier mehrere Matches schon gehabt gegen den Honky Tonk Man. Der Honky Tonk Man, er mag zwar viel rumkaspern, er mag zwar viel posen, er mag sich fühlen wie Elvis. Er kommt aus Tennessee, keine Frage. Aber er ist wirklich nicht zu unterschätzen. Wenn man gegen den Honky Tonk Man in den Ring steigt, er war der längste Intercontinental Champion. Und da muss man sagen, zwar nicht in unserem WGU jetzt hier, darauf sei eingegangen, in der Realität, aber man muss ja sehen, vielleicht hat er auch nochmal irgendwann die Chance, sich entsprechend hier vom British Bulldog den Intercontinental-Titel zu sichern. Ich würde es ihm gönnen, denn er hat Charisma, er hat das Können. Er ist jetzt vielleicht nicht so der allerbeste Wrestler, den es gibt. Das ist sicherlich noch ausbaufähig, aber er weiß, wie er sich zu helfen hat. Sei es mit fiesen Tricks, sei es aber auch mal einfach mit Überraschungsmomenten, wo er genau weiß, wann er seinen Gegner wo vielleicht durch ein Small Package besiegen kann. Haben wir alle schon gesehen vom Honky Tonk Man. Und das zeichnet ihn aus. Und er attackiert jetzt hier den Big Boss Man. Das sieht mir nach Snake Eyes aus. Jawohl. Snake Eyes gegen den Boss Man. In die Ringecke. Und der Double X wird abgefangen und in einen Backbreaker vom Big Boss Man gekontert. Und auch hier heute ein sehr beliebter Move scheinbar. Auch vom Honky Tonk Man lässt er den Bossman zweimal übers Knie springen. Das dritte Mal funktioniert es nicht. Diesmal sind nicht alle guten Dinge drei, sagt sich hier der Bossman und kontert mit einem Armdrag. Jetzt geht das Ganze raus und der Bossman möchte aber im Ring weiter wresteln. Und attackiert jetzt den Honky Tonk Man mit einem Kick gegen die Schläfe auf den Apron. Der Honky Tonk Man lag auf dem Apron mit dem Kopf nach draußen. Schöner Kick vom Bossman, harte Aktion. Und jetzt ein Whip-In und der Honky Tonk Man setzt jetzt den Bossman auf Seil. Wird das hier etwa ein Superplex werden gegen den Bossman? Es sieht ganz danach aus. Kann er ihn durchbringen? Jawohl. Superplex gegen den Bossman. Vom Honky Tonk Man. Die beiden Mans sozusagen. Und entsprechend setzt der Honky Tonk Man jetzt hier nach noch mit einem Neckbreaker. Also ein Finishing Move ist ja so ähnlich, der Shake, Rattle and Roll. Und jetzt ein Top Rope Elbow Drop und der Pin, aber der Bossman kommt bei 1 schon raus. Oh, na, da hebt er jetzt den Bossman hoch und wow, ein Suplex, also ein wirklich
langer Suplex, also euer Honky Tonk Man hat Kraft, und das meine ich mit den Tricks. Das meine ich mit den Tricks. Der Bossman kam mit zwei in die Seile, aber wir haben es gesehen, der Honky Tonk Man hat seine Beine aufs zweite Ringseil gelegt und hätte damit sich mehr Hebelwirkung für den Pin verschafft. Das wiederum erschwert es dem Bossman, aus dem Pin zu entweichen. Gerade angesprochen, Shake, Riddle and Roll, so sieht es jetzt aus. Jawohl, der Neckbreaker, Shake, Riddle and Roll vom Honky Tonk Man. Und der Pin, das gibt's ja nicht. Da irgendwie nicht da. Oh, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Bossman kommt hier wirklich bei 1 raus. Da kann man mal sehen, wie frisch er noch ist. Shake, Rattle and Roll plus unfairer Pin. Und der Bossman kommt raus. Da würde ich schon fast sagen, dann hat der Honky Tonk Man ja gar keine Chance mehr. Und will er dann den Bossman denn besiegen? Ja, müssen wir mal schauen. Also er geht jetzt hier mit weiteren härteren Mitteln zu Gange. Hämmert ihn gegen das Kommentatorenpult. Da müssen schon Gorilla Monsoon und Jesse Ventura auch aufstehen. Erneut der Pin gegen den Bossman, aber auch hier nur ein One-Count. Also so langsam würde ich mich an der Stelle des Honky Tonk Man etwas wundern. Und dann würde ich auch nicht solche High-Risk-Aktionen hier bringen. Und der Bossman weicht aus, aber der Honky Tonk Man hat auch den Big Boot ausgewichen vom Big Bossman. Jetzt sind die beiden draußen und jetzt gibt es erneut eine Aktion hier auf dem Ring-Apron, allerdings jetzt vom Honky Tonk Man gegen den Bossman. Und der Bossman tankt jetzt, glaube ich, gerade den zweiten Wind. Er will jetzt hier, er will in die Ecke laufen, aber der Honky Tonk Man federt das Ganze ab und verpasst ihm hier einen Chop auf die Brust. Der Bossman geht zu Boden und erneut ein Neckbreaker. Also er versucht es jetzt hier wirklich, auch nicht jetzt ganz, ganz schnell das Match zu beenden. Und erneut der Suplex vom Honky Tonk Man lange oben gehalten und das mit einem Gewicht des Big Bossman ist nicht so einfach. Und der Bossman kontert jetzt hier allerdings wieder. Und der Big Boot wird erneut abgefangen in ein Armdrag. Also ich bin wirklich positiv überrascht vom Honky Tonk Man, dass er auch wrestlerisch heute hier wirklich uns einiges bietet. Und das Ganze bei Saturday Night's Main Event. Aber erneut kontert der Big Bossman hier. Aber der Honky Tonk Man kontert auch wieder. Und das sieht mir jetzt nach Shake, Riddle and Roll aus. Der Honky Tonk Man lässt die Hüften schwingen und verpasst den Bossman einen Neckbreaker. Er ist allerdings jetzt auch sehr mitgenommen. Kann zwar jetzt wieder aufstehen. Ah, der Bossman kommt langsam nach oben. Was macht der Honky Tonk Man jetzt? Er sollte eigentlich zum Pin ansetzen. Ja, und da kontert der Bossman nämlich wieder. Das ist nämlich genau der Punkt. Aber auch das kontert der Honky Tonk Man wieder. Erneut, also wirklich ein Konterduell. Und erneut Shake, Rattle and Roll zum dritten Mal. Das muss es jetzt eigentlich gewesen sein. Also wenn der Bossman es jetzt nicht schafft, die Beine noch ins Seil zu bringen. 1, 2, 3. Nein, das war's. Sieg für den Honky Tonk Man. Verdienter Sieg. Zwar unfair am Anfang gewrestelt, aber er hat es sich verdient. Ja, kommen wir zum nächsten Match. Heartbreak Kid Shawn Michaels, der Gewinner des Royal Rumble mit 17 Eliminierungen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 17 Leute hat er rausgeschmissen. Das ist ein absoluter Rekord. Und ich glaube, das wird auch wirklich bis in alle Ewigkeit ganz schwer sein, diesen Rekord einzustellen. Sein Gegner ist heute Crush. Crush war ein ehemaliges Mitglied von Demolition, der dritte Mann. Sie hatten eine lange Fehde gegen die Legion of Doom und die Heart Foundation, wo Crush entscheidende Rollen gespielt hat. Es gab sogar eine sogenannte Wildcard-Rule damals. Das heißt, sie waren im Prinzip maskiert, Demolition, X, Smash und Crush, und hatten dann im Ring erst entschieden, wer denn antritt. Das heißt, Demolition wurde wirklich als Dreierteam geführt, durften aber ihre Titel entsprechend, ja, sozusagen in Kombination verteidigen, die sie im Match erst festlegten. Das heißt, es war für den Gegner ja auch schwieriger, sich dann darauf einzustellen. Und das Ganze hat dann irgendwann aber allerdings auch zum Titelverlust eben an die Legion of Doom geführt, nachdem Crush sich Demolition abgewandt hatte. Und das Problem war einfach, es war ein Tag-Team-Match zwischen der Legion of Doom und Smash und Crush. Und dann gab es eben Streitereien und Crush hatte den Kaffee auf, sozusagen, hat das Match verlassen und dann durfte aber X nicht einspringen, weil eben im Match, beziehungsweise vor dem Match, festgelegt wurde, okay, die Kombination Demolition besteht aus Crush und Smash. Ja,
Das hat dann dazu geführt, dass eben Smash die Tag Team Titel alleine gegen die Legion of Doom verteidigen musste und das noch für einen längeren Zeitraum im Match. Und dann hat der Doomsday Device von Hawk und Enemy nicht lange auf sich warten lassen und die Titel waren futsch. Damit war auch Crush futsch, hat sich eines Besseren besinnt. Der aus Kona, Hawaii kommende Crush ist nun ohne Facepaint unterwegs und ein absoluter Publikumsliebling, denn Demolition sind sehr unbeliebt bei den Fans. Sie hatten mal eine beliebte Zeit vor Crush, aber wo Crush dann dazu kam und auch kurz davor, da haben sie sich auch mit Mr. Fuji eingelassen, also üble Jungs auf jeden Fall und bis heute sind sie sehr unbeliebt jetzt mittlerweile. Und da kam es den Fans natürlich gelegen, dass Crush sich da abwendet und dann die Fans auch ins Herz schließt. Ja, und hier in diesem Match gegen Shawn Michaels hat Crush momentan auch die Oberhand. Schöner Backbreaker, also Turtle Roll Backbreaker, schöne Aktion von Crush und er setzt auch direkt hier zum Pin an. Also Shawn Michaels, der ehemalige Intercontinental Champion. Und das ist schon jetzt der Vice Grip hier, beziehungsweise der Cranium Crunch von Crush. Damit zermürbt er Shawn Michaels richtig und versucht ihn jetzt auch zu pinnen. Aber Shawn Michaels kommt da raus, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Shawn Michaels ist natürlich auch hart im Nehmen, aber wenn man jetzt hier so einen Vice Grip abbekommt, den Cranium Crunch, dann kommt man nicht mal ebenso schnell aus dem Pin raus, aber Shawn Michaels scheint hier jetzt auch den zweiten Wind zu erhalten. Aber wie gesagt, Crush hat natürlich den größten Vorteil. Crush wiegt mehr, er bringt mehr auf die Waage. Er hat den größten Vorteil und er ist auch schnell, aber Shawn Michaels ist ein Ticken schneller. Man sieht jetzt auch hier, er dreht auf Atomic Drop Body Slam und was macht Shawn Michaels jetzt? Einer seiner Signature Moves, der Elbow Drop vom Top Rope, wird gesprungen, landet perfekt bei Crush und Michaels geht in die Ecke und kündigt jetzt schon seinen Superkick an. Die Sweet Chin Music. Crush steht benommen und kann nicht ausweichen. Oh, und der voll gesessen. Also wenn er jetzt nicht an die Seile kommt, dann würde ich sagen, war es das. Ja, Shawn Michaels besiegt Crush hier bei Saturday Night's Main Event. Ja, Shawn Michaels lässt sich jetzt hier feiern noch. Hat er sich auch verdient. Aber was jetzt? Er schaut zum Eingang. Hat er da irgendwas gehört? Und hinter ihm taucht Bret Hart auf. Bret Hart, der heute im Opener Rick Martel besiegt hat, schlägt jetzt hier Shawn Michaels nieder. Wow, also ich denke mal, das lässt auf eine Intercontinental-Rivalität auch schließen. Denn auch er möchte den Titel zurückhaben, Shawn Michaels. Und Bret möchte ihn natürlich auch haben. Ja. Ja, steigen wir jetzt hier mal in den Main Event ein. Also die Ereignisse überschlagen sich hier wirklich. Macho Man Randy Savage, der WWF-Champion, trifft auf den Ultimate Warrior. Der Ultimate Warrior heute in einem sehr coolen USA-Attire. Patriotisch, Red, White and Blue. Steht ihm gut, passt gut. Und der Warrior ist ja sowieso dafür bekannt, farbenfroh in der WWF aufzutreten. Ja, der Warrior möchte auch WWF-Champion werden, ohne Frage. Und da ist natürlich Randy Savage jetzt sein Favorit, ganz klar. Er hat den Titel, der Warrior will ihn. Und ich denke, Savage wird es jetzt nach dem Titelgewinn von Hogan nicht einfach haben, weil Hogan hat jetzt einfach natürlich auch gesagt, er will hier seinen Rematch haben. Das heißt, wir haben dann Hogan als mögliche Gegner, wir haben den Warrior, wir haben aber auch Sid Justice, den Undertaker, Sergeant Slaughter, Papa Shango. Das sind alles Namen, die es in sich haben und die versprechen hier wirklich den Clash für den WWF Championship Titel. Und egal auf wen Savage treffen wird, es wird ein Klassiker sicherlich werden. Ja, der Warrior und Savage, wie gesagt, sind eigentlich ein bisschen ähnlich. Sie sind beide etwas durchgeknallt. Sie haben eine eigenständige Art, ihre Promos zu führen. Und ja, gerade der Warrior ist nochmal einen Ticken übertrieben. Aber Savage, gut, er hat sich jetzt durch Miss Elizabeth auch etwas abgekühlt. Also er war früher noch etwas hitziger. Mittlerweile ist er auch fokussierter. Aber er ist ein verdammt ehrgeiziger Typ. Und er hat wirklich Hogan niedergerungen. Und genau das wollte eigentlich der Warrior auch machen, aber Savage kam ihn dazu vor. Er war einfach der Number One Contender. Und hier eine Clothesline von Savage. Also auch das Match relativ ausgeglichen bisher. Schöner Main Event bisher, wirklich ausgeglichene Matches. Jetzt ein Side Suplex hier von Savage gegen den Ultimate Warrior. Ausgeglichene Matches hier entsprechend sind immer gut. Keine Frage.
wenn es eine einseitige Kiste wäre, wobei ich sagen muss, Crush gegen Shawn Michaels war schon etwas einseitig, wobei, naja gut, kann man immer schlecht sagen, es war halt ein sehr kurzes Match, Crush hatte seine Momente, aber der Heartbreak Kid konnte dann mit dem Superkick noch triumphieren. Aber um da nochmal drauf zurückzukommen, also Bret Hart attackiert jetzt Shawn Michaels. Das ist natürlich eine Aktion, die ist man vom Hitman jetzt nicht unbedingt gewöhnt. Er ist ja ein sehr fairer Sportsmann. Er versucht ja auch wirklich die Duelle im Ring zu lösen und die Rivalitäten. Aber warum er jetzt da auf einmal tatsächlich Shawn Michaels hinterrücks angreift, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber auch hier, der Hitman will wahrscheinlich klarstellen, auch du, Shawn Michaels, als ehemaliger Intercontinental Champion, stehst mir nicht im Weg. Und die Ziele sind klar. Also ich glaube, die Intercontinental Division, die war noch nie so spannend wie aktuell in der WWF. Wir haben wirklich ein schönes Roster. Und was sehen wir jetzt hier von Savage? Da ist ja schon der Elbow Drop. Also wir reden hier über... Und der geht daneben. Und ist ja unglaublich, was hier sich abspielt im Main Event. Also schon der Elbow Drop, aber der Warrior weicht aus und kontert damit den Elbow Drop, den Finishing Move von Macho Man Randy Savage aus. Ganz groß gemacht vom Ultimate Warrior. Und wir sehen jetzt hier auch wirklich Wrestling-Moves vom Warrior, die wir so nicht kennen. Also er attackiert jetzt hier wirklich den Arm. Der Warrior ist sonst immer sehr hitzig, hat viele Power-Moves, viele Clotheslines, Schläge und Slams. Aber jetzt auch mal gezielt hier den Arm attackiert, zum Beispiel von Savage, ist ja absolut sinnvoll. Denn womit führt Savage denn den Elbow-Drop aus? Die Stellen muss er definitiv schwächen, der Warrior. Das macht er schon ganz klug. Zieht jetzt hier Savage vom Seil weg und pinnt ihn jetzt. Aber auch hier kommt Savage relativ früh aus dem Pin raus. Und was macht der Macho Man jetzt hier? Er geht jetzt nach draußen und jubelt da erstmal. Und jetzt guckt er unter dem Ring nach und holt einen Stuhl hervor. Das ist doch nicht erlaubt. Und schlägt den Warrior mit dem Stuhl. Also er wirft ihn hinzu und schlägt ihn nieder. Das gibt's ja nicht. Der Warrior gewinnt das Match durch die DQ. Savage kann es nicht glauben. Ja, aber es ist doch klar. Der Warrior gewinnt das Match durch die DQ. Da sind wohl Savage einige Sicherungen durchgebrannt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und es bleibt spannend, wie es weitergeht im WGU. Tschüss, bis dann.